Hallo und herzlich willkommen zu Real Politics 2, jetzt auf YouTube. Vorher habe ich das Spiel mit Romy Höhne, der Politikwissenschaftlerin, in unserem Format auf Twitch Dienstagspolitik gespielt und wir wollen uns jetzt auf Twitch ein paar anderen Sachen widmen. Es gibt so viele schöne Dinge zu entdecken, worüber wir auch quatschen können. Aber wir haben jetzt schon viel über dieses Spiel gelernt und irgendwie nachvollzogen, wie das so funktioniert. Und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach mal als YouTube-Aufnahme weiter. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Likes wären auch schön und dem Kanal folgen würde ich mich auch wahnsinnig drüber freuen. Eure Meinung würde ich gerne hören. Also, wir machen das außerhalb vom Stream. Ich werde ab und zu Romy mit dazu holen. Das heißt, ich werde ihr dann erzählen, was wir hier alles im Video quasi erreicht haben und so. Aber ich werde mich jetzt quasi hier auf YouTube Neuseeland widmen, unserem kleinen Land auf der Südhalbkugel, wo wir angefangen haben, und einfach mal Real Politics 2 weiterspielen. Genau, wir haben ja schon einiges geschafft und diese Serie wird wahrscheinlich eine Weile laufen. Wir haben im Moment im Spiel das Jahr 2029. Eine Runde hier im Spiel geht immer bis 2121. Das heißt, wir haben noch einiges vor uns und wir haben jetzt schon 5 Streams gespielt. Die ganzen Folgen, die vorher rausgekommen sind, waren Zusammenschnitte oder quasi der ganze Stream einfach nur in Folgen geschnitten, der auf YouTube rausgekommen ist. Jetzt nehme ich einfach die Folgen direkt für YouTube auf. Wenn euch die Random Politik Facts oder auch das Physik zwischendrin fehlt, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Vielleicht mache ich mal randommäßig ab und zu in jeder Folge erzähle ich mal ein bisschen was zu Physik, wenn es denn passt, oder vielleicht auch passend zur Tech-Tree, wenn wir was erforschen hier, aber ansonsten würde ich jetzt einfach das Spiel weiterspielen. So, was haben wir hier laufen? Wir bauen eine schwimmende Stadt, das war jetzt so das Letzte, was wir im letzten Stream gemacht haben. Wir haben einen freien Projektslot, wir implementieren ein Projekt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Oh, es gab schon wieder ein Update, deswegen muss ich mal gerade in die Settings gehen und wieder auf Deutsch zurückstellen. Das sehe ich jetzt gerade. So, bestätigen. Ha. Genau, wir setzen gerade ein Projekt um, einheitliches Steuergesetz, was für unseren Block praktisch ist. Wir sind in einem Block mit Australien. Wir haben ein Besiedlungsprojekt umgesetzt, Forschungsexpedition für Wassergebiete. Da müssen wir noch ein bisschen Aktionspunkte drauf sparen. Das ist gerade so unser Bottleneck. Da sind wir gerade erst vor kurzem wieder in den Plus gekommen. Vorher waren wir da echt dünn aufgestellt. Ja, und hier können wir noch so ein paar andere Sachen machen. Das ist ein Krieg, Pakistan gegen Iran und Indien gegen Pakistan. Da oben geht es heiß her. Das soll uns jetzt aber erstmal nicht interessieren. Wir haben gute Verbindungen zu Japan. Und damit würde ich jetzt mal weitermachen. Also, Japan, da können wir erstmal noch positive Aktionen machen. Wir haben die Beziehungen verbessert. Wir können investieren. Das würde ich mal machen. Wir haben Wohlwollenspunkte. Da würde ich auch direkt einen benutzen. Und wir können Wohlwollen erlangen, weil Romy hat die Idee rausgehauen, dass wir es doch mal probieren sollten, noch einen dritten in unseren Block reinzuholen, um auch noch eine andere Quelle für Aktionspunkte und auch für Materialien zu haben. Genau. Das war vorher, haben wir so ein bisschen davon abgesehen, weil wenn wir im Block sind, haben wir ziemlich viele Ausgaben und da waren wir bei den Metallen in den Miesen und Metalle sind sehr, sehr teuer. Wir haben zwar ziemlich viel Geld, das wächst auch ständig, aber wenn wir einmal so 2000 Metalle kaufen, dann sind wir hier direkt schon irgendwie 40.000 oder 50.000 los. Also das ist sehr, sehr teuer. Also Japan holen wir uns jetzt gerade noch ein bisschen Wohlwollen und machen Investitionen. Hier in Australien positive Aktion. Wir können auf jeden Fall wieder investieren. Das machen wir auch direkt mal und nehmen dafür Investitionspunkte, um unsere Erfolgschance zu steigern. Und wir können ask for governmental assistance. Das hier ist Beta, das muss man dabei sagen. Es ist noch nicht alles übersetzt. Wir werden für governmental assistance fragen. Das heißt, wir kriegen Aktionspunkte.
Das machen wir direkt mal. Kostet nur Geld und gibt uns 2500 Aktionspunkte. Und Australien sitzt auf 18.000. Davon können sie uns was abgeben. Und ich benutze hier meine angesammelten Punkte. Und auch Blockaktionen. Ich werde nach Ressourcen fragen. Das sind Metalle, Brennstoffe und seltene Erden. Ob wir von denen da was kriegen können. 500 Metalle. Metalle ist so das, wo wir am meisten leiden im Moment. Vor allem, weil viele Sachen auch Metalle kosten. Und da würde ich auch Wohlwollen und Investitionspunkte investieren. Und dann müssen wir gucken, dass das weitergeht. So, und jetzt können wir das Spiel auch mal weiterlaufen lassen. Oh, ich wollte noch ein Projekt starten, um Gottes Willen. Na gut, machen wir nach diesem Ereignis. Macht der Information. Das ist es also. Wir stehen kurz vor einem technologischen Durchbruch. Wir haben die besten Wissenschaftler der Welt. Unsere Gesellschaft ist modern, doch es gibt noch mehr Möglichkeiten. Unser Volk strebt nach Größe und erkennt die Macht der Information in der modernen Welt an. Wenn es uns gelingt, Informationen nach Belieben zu sammeln, zu speichern, zu verarbeiten, zu verteilen und zu verändern, können wir den gesamten Informationsfluss der Welt kontrollieren. Dies würde uns eine einzigartige Machtposition verschaffen. Doch es würde uns nicht gelingen, unsere Ambitionen geheim zu halten. Also, wir müssen uns entscheiden. Wollen wir den Pfad eines Technologiesieges beschreiten? Dann haben wir vier Optionen. Ja, wollen wir. Verkünden wir der Welt, dass wir technologische Überlegenheit anstreben. AP-Kosten für den Unterhalt aller Projekte. 5% mehr AP-Kosten. Vielleicht sollten wir diese Entscheidung ein Jahr aufschieben. Vielleicht sollten wir diese Entscheidung 10 Jahre aufschieben. Ich habe kein Interesse mehr daran, einen derartigen Sieg zu erringen. Vergessen wir die Sache. Um das kurz zu erklären, die Siegesbedingungen. Romy und ich haben in der Politik, Dienstagspolitik uns so gesagt, wir wollen entweder eine Weltregierung bilden, also Siegesbedingungen für Diplomatensieg. Die haben wir alles erfüllt, da sind wir 5% vorangeschritten. Oder Information ist Macht. Siegesbedingung für Technologiesieg. Da haben wir gerade es geschafft, dass unser Index für menschliche Entwicklung auf 85 gestiegen ist. Wenn wir das ankündigen, werden hier wahrscheinlich weitere versteckte Bedingungen offenbart, sodass wir in die Richtung arbeiten können. Aber ich würde jetzt mal sagen, weil wir uns die AP-Kosten noch nie leisten können, vielleicht sollten wir diese Entscheidung ein Jahr aufschieben. Genau. Und ich mache nochmal Pause. So. Oh, 15% ist der jetzt gerade hochgegangen. Krass. Und erst wenn wir das ankündigen, dann kriegen wir die weiteren versteckten Bedingungen offenbar. Nehme ich an. Ich weiß es auch nicht. Ich bin blind, was das Spiel angeht. Und das macht auch irgendwie den Reiz aus. So, wir haben, wir bauen schwimmende Stadt. Wir haben einen freien Projektplatz. Wir haben nicht so viele AP. 323, weil wir gerade diese Sachen gefragt haben. Wir machen gerade ein Blockintegrationsprojekt. Wir haben hier super viele Projekte, die wir machen können. Also Diplomatie, Diplomatie der Verpachtung, Aktion freigeschaltet, ausländische Aggressionen reduzieren, Beziehungen zu allen plus 1, kostet aber 8 Unterhalt. Botschafternetzwerk, Beziehung zu allen plus 3, Kriegstreibemodifikator minus 1. Interessant brauchen wir jetzt aber nicht. Wir müssen an unserem Einkommen irgendwie ein bisschen arbeiten. Hier kann ich mir nichts leisten. Bei Umwelt, wie sieht es bei Bildung aus? Schulpropaganda, nee. Ideologie. Was ist das denn hier? Minderheitenrechte. Stellen Sie sicher, dass die Rechte aller Minderheiten in Ihrem Land gewahrt bleiben und hindern Sie die Mehrheit daran, sie ihnen abzustreiten. Persönliche Kontrolle, Zielwert minus 1, wir sind dabei 0 und Soldatenzuwachs plus 5 brauchen wir jetzt. Also, es klingt total gut, das ist Elitismus. Kann ich nicht. Ich muss erstmal Egalitismus umsetzen. Habe ich den ausgesetzt? Habe ich nicht. Okay, Sozialpolitik, gucken wir mal rein. Ah, soziale Zuschüsse, soziale Sicherheit, Antimigration, ja, soziale Sicherheit klingt toll. Führen Sie grundlegende Sozialversicherungen ein, die sich positiv auf Ihr Budget auswirken und die Qualität sozialer Dienstleistungen steigern. IME plus
Index menschlicher Entwicklung plus 1, Kosten durch Schulden plus 5%, Mindeststeuersatz plus 2, BIP-Wachstum, könnte ich mir vorstellen, soziale Zuschüsse, gewähren Sie den bedürftigen Zuschüsse, damit Sie wieder festen Boden unter den Füßen erlangen. Unzufriedenheitszielwert sinkt und Arbeitslosigkeitswachstum sinkt. Vielleicht machen wir im sozialen Bereich, da haben wir immer noch Zeit für. Militärpolitik haben wir noch nicht geguckt. Wehrpflicht, wir sind auch nicht so, was das angeht, drauf. Hier können wir uns nichts leisten bei innere Sicherheit. Infrastruktur, können wir uns auch nichts leisten. Grundlegende Infrastruktur auch nicht. Wirtschaftlicher Fokus auch nicht. Finanzsystem. Bürokratie, was ist denn Bürokratie? Mit einer effektiven Bürokratie sind wir als Nation für jegliche Herausforderung bestens gerüstet. AP-Einnahmen plus 10%, Höchststeuersatz plus 3, Arbeitslosigkeitswachstum minus 9. Super. Das machen wir und es ist unterhalten nur Geld. Bestätigen. Dauert 100 Tage. Naja, aber dann haben wir jetzt ein Projekt gefunden und ich kann die Zeit endlich weiter anmachen. Bürokratie wird umgesetzt. Sehr gut. Okay. Diplomatische Aktion Ask for Resources wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Super. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Großartig. Mal kurz Pause. Positive Aktionen. Wir können noch nicht Wohlwollen erlangen machen. Das kommt aber jetzt gleich, wenn wir mit bei Japan damit durch sind, glaube ich. So, neuer Monat. Wir sind wieder im Plus. Ach, super. Sieht alles sehr schön positiv aus. Das freut mich total. Ja. Wir haben hier in unserer Nachbarschaft eigentlich alles gute Beziehungen. Das ist auch sehr, sehr schön. Und hier oben dauert es noch ein bisschen, bis wir die Sache mit Japan beendet haben. Ein paar Tage noch. Projekt Einheitliches Steuergesetz wurde umgesetzt. Super. Dann haben wir jetzt wieder einen freien Projektplatz und da würde ich jetzt wieder in Richtung Blockintegration gehen. Wir müssen was für einen Block tun. Also für den Block, den wir haben mit Australien im Moment und wir wollen gerade Japan wieder reinholen. Forschungsstipendien. Führen Sie Forschungsstipendien für Blockländer ein, um die wissenschaftliche Integration zu stärken. Geldunterhalt für Block Anführerprojekte minus 10, Block wissenschaftliche Integration plus 10. Verlockend. Dann haben wir hier Freiheit, freier Arbeitnehmerverkehr. Erlauben Sie freien Arbeitnehmerverkehr, um die Zusammenarbeit zwischen den Ländern des Blocks zu intensivieren. Wirtschaftliche Integration plus 15, Arbeitslosigkeitswachstum Blockanführer minus 0,03, Arbeitslosigkeitswachstum Blockmitglied minus 0,02. Also das sieht nach total kleinen Zahlen aus, aber das ist immer pro Monat. Und das ist schon substanziell. Das kostet 2, 3, die haben wir. Das wird unserer Wirtschaft unglaublich gut tun. Also das würde ich tatsächlich mal umsetzen. Und dann machen wir wieder eine Blockintegration. So, mit Romy haben wir besprochen, machen immer abwechselnd Sachen, um unsere Forschung voranzutreiben und Blockintegrationsprojekte. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das heißt, wir haben Wohlwollenspunkte erreicht in Japan. Das heißt, wir könnten demnächst mal fragen, liebe Freunde, wie sieht's aus? Wollt ihr nicht in den Block kommen? Das wird uns wahrscheinlich Metalle kosten, weil wir müssen Unterhalt zahlen für jedes Land, was mit im Block ist. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Das ist sehr schön. Und auch in Australien? Da habe ich das doch auch gemacht. Positive Aktionen, wir wollen Wohlwollen erlangen. Ich möchte Investitionspunkte investieren, um die Erfolgschance des Wohlwollens zu steigern. Sehr schön. So, Japan. Wir haben gute Beziehungen. Und wir könnten jetzt Blockaktionen und wir könnten sie zum Block einladen. Und wir können Investitionspunkte und Wohlwollenspunkte ausgeben dafür. Wir haben 6 Wohlwollenspunkte, um die Chance auf 90 zu steigern. Ich weiß noch nicht, ob der richtige Zeitpunkt dazu gekommen ist, aber ich glaube,
Wir sollten das riskieren. Ja. Ich denke, wir sollten das riskieren. Wir holen Japan in unseren Block rein. Ja. Das machen wir. Tja, und ansonsten warten wir jetzt darauf, dass sich hier Dinge tun. Dass hier unsere schwimmende Stadt gebaut wird. Und wir müssen wieder auf Aktionspunkte warten. Und sobald Japan im Block ist, können wir auch Japan nach Aktionspunkten und nach Ressourcen fragen. Ja. Okay. Tja, und jetzt muss ein bisschen Zeit vergehen. Für alle anderen Sachen, Generäle oder auch Agenten, brauchen wir unglaublich viele Aktionspunkte. Diplomatische Aktion Wohlwollen erlangen wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Sehr schön, wir haben wieder Wohlwollenspunkte. Und jetzt gleich sind wir durch. Dauert es noch ein paar Tage und wir wissen, ob Japan unserem Block... Ja, diplomatische Aktion zum Block hinzufügen wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Sehr schön. So, und jetzt sehen wir es. Ich mache mal gerade auf Pause. Minus 40 Metalle. Also, dass Japan mit im Block ist, kostet uns sehr viel. Unter anderem Metalle. So. Blockaktionen. Wir können direkt mal Ask for Governmental Assistance. Da würde ich direkt beide Sachen mal investieren, um auf 95 zu kommen. Wir brauchen einfach AP-Punkte und ich frage nach Ressourcen. Oh, Japan ist total blank, was Ressourcen angeht. Hohoho. Gut. Dann fragen wir das nicht. Alles klar. Aber gut, dass wir immer Australien fragen können. Das heißt, unser nächstes Projekt, was ich dann machen wollen würde, wenn wir Bürokratie umgesetzt haben, würde sich auf jeden Fall mit, dass wir mehr Ressourcen haben, auseinandersetzen. Diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Wir haben 3.800... ja, sehr gut. 3.800 Aktionspunkte. Das ist sehr schön. Und sie wachsen. Jetzt sind wir im Negativen, was Metalle angeht. Auftragsinformationen. Auftrag abgeschlossen. Sie hatten so eine Mission, 2 Jahre lang Blockanführer zu sein. Vertiefen Sie Ihre Beziehung zu Ihren Verbündeten. Bewahren Sie Ihren Block mindestens 2 Jahre lang. Wir kriegen dafür Geld und Blockbeziehung plus 30. Das ist sowohl für Australien als auch für Japan richtig, richtig gut. Bestätigen. So. Das ist großartig. Können wir mal gerade gucken. Oh, wir können schon wieder... Ja, dann machen wir sofort. Ich frage sofort wieder nach Aktionspunkten und ich möchte Investitionspunkte und Wohlwollen dafür ausgeben. Und ich möchte nach Ressourcen fragen. Ich brauche Metalle. Wir verlieren hier die ganze Zeit. Und ich möchte Investitionspunkte ausgeben und wir haben noch 2 Wohlwollenspunkte. Die möchte ich auch dafür ausgeben. Projekt Bürokratie wurde umgesetzt. Sehr schön. So, bevor ich da jetzt reingehe, positive Aktionen müssen wir noch warten. Okay, wir haben die Bürokratie umgesetzt. Das war bei Finanzsystem. Digitalisierung der Bürokratie. Was ist das denn? Interessant. Wir sollten jetzt aber mal nach Möglichkeiten gucken, dass wir unsere Metalle steigern. Also wir haben hier Landschaftsschutzverordnungen. Machen einen Hit auf unser BIP, aber unser BIP sieht gut aus. Unzufriedenheitszielwert minus 1. Kostet aber ziemlich viel AP-Unterhalt. Könnten wir uns leisten. Nachhaltige Raumplanung. Was passiert denn damit? Umweltschutzmodifikator. Okay. Umweltschutzprogramm. So, Förderung seltener Erden. Wir bekommen mehr seltene Erden. Das ist vielleicht gar nicht schlecht. Wir müssen Unterhalt in Metall und in Brennstoffen bezahlen. Intensiver Bergbau. Wir können dann aggressive Bewirtschaftung betreiben.
Hm, was kommt hier nach? Bohrinseln. Wir kriegen mehr Rohstoffeinnahmen für Brennstoff und Umweltzerstörung. Moderne Raffinerien. BP-Wachstum geht nach oben. Abbau natürlicher Rohstoffe. Oh, alles klar. Wir müssen wahrscheinlich... ich würde intensiven Bergbau erforschen. Gibt uns einen Umweltzerstörungsmodifikator. Den kann ich countern quasi. Aber wir müssen... Ich möchte gerne quasi hierhin, hierhin und dann natürliche Abbau natürlicher Rohstoffe, weil wir da einfach einen riesigen Batzen an Metallen zusätzlich bekommen. Und den Umweltzerstörungsmodifikator können wir abfedern. Das heißt, ich mache hier jetzt mal weiter. So. Sind wir das auch am Erforschen? So, genau, da habe ich schon geguckt. Können wir was Positives in Japan anstellen? Positive Aktionen. Wir könnten sie unterstützen. Infrastrukturelle Unterstützung. Könnte ich machen. Ja, ich warte lieber noch ein bisschen. Wir lassen die Zeit mal weiterlaufen. Diplomatische Aktion Ask for Resources wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Und diplomatische Aktion Ask for Governmental Assistance wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Großartig. Wir haben jetzt ordentlich AP-Punkte. Was wir jetzt machen können ist Besiedlungsprojekt, Wasserbesiedlung. Haben wir die ersten zwei umgesetzt und wir könnten das dritte machen. Komponentenproduktion. Planung und Bau relevanter Komponenten zur Schaffung eines Untergrundes für die Errichtung von Gebäuden und zukünftigen der zukünftigen Wasserkolonie. Brauchen wir 4000 Aktionspunkte für. Brauchen wir 500 Metalle. Ja, haben wir alles. Metalle tut gerade ein bisschen weh, aber wir machen ja was. Und ich würde daran jetzt forschen. So, das ist eingeleitet. Und weiter geht's. Ja, ja, ja. Okay. Oh, und hier oben ist was passiert. Neues Land erstellt. Republik Larkana. Machen wir mal auf Pause. Larkana. Republik Larkana war mal ein Teil von Pakistan, wenn mich das nicht alles täuscht. Und da wurde Krieg geführt. Und na, hier ist irgendwie ein Krisengebiet. Ein ganz schön krasses. Tja. Interessant. Der eine Krieg Pakistan gegen Indien ist vorbei und dabei ist dieses neue Land entstanden, so wie es aussieht. So, es sind ein paar Tage vergangen. Kann ich hier was Positives machen? Positive Aktionen. Na, noch drei Tage. 29, 30, 31 und 1. April. Positive Aktion. Ich möchte gerne investieren. Möchte Investitionspunkte ausgeben. Und in Australien kann ich Positives, da kann ich auch investieren. Und ich möchte dafür Investitionspunkte ausgeben. Sehr schön. Und unsere schwimmende Stadt ist fast abgeschlossen. Und zwei Projekte laufen. Der Weltwirtschaft geht es gerade ziemlich schlecht, aber unserer Wirtschaft, wir haben immer noch ein BIP-Wachstum pro Monat plus 0,17%. Das ist echt wirklich, wirklich gut. Und ja, Arbeitslosigkeit ist minus 0,06% jeden Monat. Und unsere Arbeitslosenquote sinkt immer weiter. Das heißt, wirtschaftlich sind wir sehr gut aufgestellt und unser Index für menschliche Entwicklung steigt auch immer weiter nach oben. So, irgendwas hat sich da oben gerade verändert. Ist nicht. Und wir haben schon Mai 2030. Okay. Komponentenproduktion ist umgesetzt. Wasserbesiedlung. Komponentenproduktion ist umgesetzt. Jetzt haben wir temporäre Versorgungsbasis. Da brauchen wir wieder sehr viel AP für.
Das müssen wir machen. Dann kommen also im Prinzip noch drei. Und ich bin dann gespannt, was wir dann umsetzen können. Also das weiß ich selber noch nicht. Ich bin einfach mal sehr gespannt. Ich warte jetzt noch die Investitionen ab. Was wir da haben. Unsere Projekte laufen noch ein bisschen. Diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Australien umgesetzt. Und wir haben Wohlwollenspunkte erhalten. Und diplomatische Aktion Investition wurde erfolgreich in Japan umgesetzt. Sehr schön. Großartig. Und unsere schwimmende Stadt wurde errichtet. Auf dem Wasser schwimmende Tragwerke und Gebäude. Wir haben Unzufriedenheit, Umweltzerstörungsmodifikator minus 1% und Bevölkerungswachstum. Was brauchen wir, um das aufzuwerten? Dafür brauchen wir ökologische Infrastruktur. Das würde sehr, sehr viel kosten, aber darauf werden wir mal hinarbeiten. Also, schwimmende Stadt haben wir. Hier unten haben wir eine Förderplattform. Es sieht alles sehr, sehr gut aus. Unsere 5-Sterne-Hotelanlagen werden wir demnächst auch noch aufrüsten. Aber, ja. Ich lasse es jetzt erstmal auf Pause. Und das war's mit der ersten Folge, die nur für YouTube aufgenommen wurde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt gerne was in die Kommentare, wie das so ist. Kommt gerne jeden Dienstagabend, 20 Uhr, gibt es auf twitch.tv/anderelampe die Dienstagspolitik mit mir und Romy Höhne, die ist Politikwissenschaftlerin. Da spielen wir jetzt was anderes als Real Politics 2 und da beschäftigen wir uns immer mit Politik und so. Kommt da auch gerne vorbei, ansonsten streame ich mittwochs im Moment noch Stellaris. Ja, danke fürs Zusehen und einen schönen Tag. Tschüss!